Salz verliebt und gerade ungefähr in Dirk, das ist ihre dabei, Maxim ist zurückgegangen, das war so gut, hat gesagt, so ist noch vielleicht Änderungen am Kader, das ist klar, das ist ganz natürlich auch da, als wegkommt. Und dann mit dem Bay, der Mika Pinto aus Gestor, zurück auf Fitness, gefahren, weil das Attentat eben ja, so schlimm war, dass dann wissen wir, was die Leute nicht haben, gut. Was die Herren oder die Herren nicht gesehen haben. Anscheinend nicht gesehen haben. Als Trainer sind du vielleicht am Zwege, vielleicht verschiedene Spieler, die nicht so ganz am Ansatz sind, um ein Spiel zu lösen, respektive vielleicht die Goalkeeper, oder vielleicht aber die Elf, um eine Performance zu bringen. Ja, aber mit Mika ist man nicht dabei, und der Mann sagt, da muss ich schon zwei Positionen. Also er hat gegen mich das aber so, dass wir wollen, das Publikum, die wir haben, das wollen wir die Kampagne oder die eben das, was wir gelegt haben, an den letzten Moment, die wollen wir mit einer guten Performance und hoffentlich noch mit dem neidischen Resultat und dann einfach auch Merci suchen für die Unterstützung, die das ganz, ganz Kampagne war. Genuin, weil ja, all die Matches, die wir bis dahin gespielt haben, war von der Ambiance her formidabel. Und, dafür, dass wir innerschallig bis in der Deutschschallig haben wollen, dass es so gut wie es geht, aufschließen. Das muss man gucken. Nee. Auch von den Lohnen, entre guillemets, in so diesen Freundschaftsmatches so sind, also setzen wir alles tun an die Motivation, die Jungen, die uns dann, wie gesagt, nicht alles als Freundschaftsländer-Match für den Ugo, wir wollen den Match für den, wo der Match geht, wo wir wollen, wie gesagt, eine gute Leistung aufrufen und dann noch ein Resultat machen. Und dann finde ich, wenn der Samstag oder wenn die Frankreich geht, Deutschland geguckt und Wein erzählen, wie gewollt. Die gespielt hat, wird sie gewonnen und wenn das sind, die hat gespielt, wird sie spielen. So, mit dem Resultat hat man keinen Namen, mit leider weiß, was die ganze Match bräuchte. Ja? Wo weißt du, da kannst du irgendetwas probieren, wie die Spieler, wie die Brust und sie behandeln werden. Ja. Das ist schwer, du kannst in den Schmink, kann ich auf den Kopf stellen, wenn das ein Sert, wenn ein Mäus absteht, dann. Das Resultat ist da und wie er weiß, ist da. Und das kriegen wir nicht gerne. Ich weiß noch, noch immer, wenn ich das in der Vergangenheit war, dann kann ich das nicht beeinflussen, dann kann ich das nicht mehr ändern. Das ist aber so, dass ich dass wir einfach riesig enttäuscht sind. Und darunter knallen, dafür ist das beste oder die beste Meinung, die ich so gesagt habe, dass wir in dem nächsten Match stehen können, dass wir den. Mit dem so gut von der Leistung auf dem Resultat her einfach dann meist zufrieden machen und wir dann mit dem positiven Resultat rausgehen. Die Jungen nun für den Körper frei zu kriegen, haben schon den ganzen Tag freigehen. Für die Gründe eben bei der Familie gehen und respektive das, was sie brauchen, für urbane Gedanken zu kommen. Ich denke, dass das die beste Meinung ist. Und los ist dann eben eine frische Motivation und eine frische Melancholie für meinen Nobenteil. Aber bei 100% kann es sein. Ob in der langen Zeit also auch Georgi Fetzgerichtet mit den Gegnern oder dem sind ein bisschen Mann eingeholt, weil es gibt ja noch immer, dass man zum Beispiel zu kennen oder sagen schon, aber im Ernstleben oder wie es trotzdem mit dem Magen hat, wenn du Gewicht genug zu setzen, auch mit dieser Dinge in der Fetzgerichtet. Ja, aber das alle Länder machen das so und das war unter dann auch in Georgien, das gerade so gut mit Noven so, da bin ich immer, respektive ich meine, immer so, dass ich gucken. Im Gegenteil, was sie sind gestärkt, was sie sind schwächt, wo können wir profitieren, auf was muss man aufpassen. Und das bei allen Gegenden dasselbe. Was gibt nicht Männer gemacht, oder wird nicht Männer Wert abgelöscht, wie das in der letzten Donnerstag war. Das ist einfach immer so meine Gedanken. Obwohl man natürlich viel so gucken, wie die Gegner spielt, ist mir immer extrem wichtig, dass man also bei uns fokussieren und bei uns Qualitäten. Aber was Möglichkeiten für den Gegner
weh zu tun, nicht physisch weh zu tun, wie vor allem. Da war es viel mehr spielen. Da war es Großchancen reinspielen, da war es Dribbling gewonnen, da war es Zweikämpfe gewonnen, da war es Gola schießen. Da war dann den Gegner weh. Ja. Das Gegner hat einen ziemlich guten Rösch-EM-Quali gespielt, Ja, vom taktischen her, also Ball Copy-Paste mit dem, was wir da unten gesehen haben. Also und das defensiv kompakt vom System, diesen meisten Spielern, also Copy-Paste von den Hauptqualitäten noch Extremqualitäten am Schachspiel, natürlich auch unten gesehen. Also Ball bis rekuperiert, wie schnell er da geht, bis die anderen sind um 16 Meter, sind dann das auch bei ihnen. So eine von ihren Hauptqualitäten, sie gut auf Standardsituationen. Über die W haben sie auch ihre Punkte gemacht. Und da können natürlich dabei, dass sie extrem seriös sind, sie schaffen. Und ich hoffe, er braucht, wenn man die Gegner hin kann, die nicht können für den Franchise lange Match spielen, wie die viel Leidenschaft kommen. Und dann musst du auch am Kopf ein Brett machen, damit das nicht einfach so geht. Beides. Ich merke trotzdem, dass man immer sehr auf Weiß gucken, natürlich auf Weiß-Performance. Natürlich waren da Punkte, die, wo man nicht immer d'accord waren oder nicht einverstanden waren, die auch dann in der Halbzeit logisch war, wo auch dann Änderungen für Goal gefunden wird, vom Trainer gespart, vom Spieler. Und dann fand ich auch, dass man das die erste Liste oder Kadim niemals gut umgesetzt hat. Und wir möchten noch den Moment, die besser gekippt waren, und noch den Goal aus dem Neisch kommen. Die war schon den schon ein bisschen ungedeutet, weil man gerade in kurzer Saison eine gute Goal-Chance mehr hatte, viel mehr Rekuperationen. Und voilà, ich meine, das ist mal die erste Sache, dass man es auf alles selber konzentriert. Und dann, ja, der andere könnte natürlich dabei, der tut wen. Ich fahre Beigeschmack, könnte nur so, okay, mir hätte vielleicht lieber 2-0 verloren gewesen, dann wäre der nicht besser gewesen. Und da war es also, da kann ich vielleicht an der Sache vielleicht ein bisschen mehr akzeptieren. Mir so kommen einfach, das war mir in dem Moment auch nicht so bewusst, war mir, wo ich ein paar Sachen gesehen habe. Und waren einfach immens viele Sachen, wo. Ja, wo ich dann auf Rom stellen, geht immer dünn, was wäre, oder die Chlor, am Ende an die Chlorholkart, dann aus der Gegner beim 0-0 an der 32. Minute zu 10 und dann gebe ich auch mal gegen sie, wie es da 4 Uhr geht. Dann haben die vielleicht bis 3 Minuten gut gespielt, mir dann haben sie immer einen Mann, das sind alles Sachen, was wäre wann, und das sind einfach die vielen Frohen, die, ja, die da vielleicht noch mehr schwer beantwortet sind oder weiter, wo ich noch mehr Druck knabbert, weil ich eben nie ein Antwort auf Druck kriege, und ja, wie gesagt, das ist etwas, was dann in dem Moment noch mehr schwer ist. Ganz schwer. Also ich habe wirklich, ich habe mit allem zu tun, definitiv nicht mit dem Moment, dass mein 100. Match war. Wirklich, das war bis, der Täuschung war einfach viel zu groß. Ich noch konnte auf dem Handy geguckt, bin echt rotiert, weil, wie gesagt, war einfach eine riesen Enttäuschung, wie den Trainer schon gesagt hat. Ein paar die Spieler, die mir vorher Spieler, vielleicht wie jeder Spieler, wissen vielleicht, dass die Chance vielleicht nicht mehr zurückkommt. Und dafür war es natürlich dann auch immer schwer zu akzeptieren. Und natürlich mit der Zeit schon nie verstoppt, dass das für mich etwas ganz Spezielles ist, also eine Nationalequipe und einfach 100 Matches für das Land können zu machen. Das ist ein, ja, das ist pure Stolz, dass einfach dem denken, ja, okay, so ein Terrain zu stehen. Und wie gesagt, auch lohnfreundlich bestand drauf, hoffentlich, der Leiter dem Trainer den 101. Match zu machen und dann mit Mario gleich zu sehen. Da kann ich die bis noch 10 tun, mehr. Ja, ich meine, das braucht noch ein bisschen, wie sie das da vielleicht richtig realisiert oder genießen kann. Laura, hat für dich einen Auftritt auf dem Basel-Fußkarriere gehabt von der Nummer der EM geklappt? Tatsächlich, ich weiß nicht, kannst du dir mal Gedanken oder auch noch für dich, dass du so die Tätigkeit nicht
ich das Spiel noch dabei sehen. Was denn so lang bis zu lang oder wie gerade der Kämpfer? Nee, das hat keiner Floss gehabt. Nee. Ich meine, solange ich mich gut spiele, solange ich meine Leistung bringe, dann ich gebraucht gehen, dann ich gesehen, dass ich da keine Hilfe kann, will ich helfen. Das ist ganz klar. Und im Moment spiele ich mich auch ganz gut. Ich spiele mich physisch gut. Solange ich gesehen, dass ich kann mithalten, meine ich, voilà, will ich das so lange wie möglich machen. Und ja, dafür habe ich mich noch nicht, weil da darüber Gedanken gemacht hat. Doch noch nicht, darüber gerne doch mal der Gang werden lassen.